Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir sind mit Summer's End bzw. mit Arteum durch und müssten jetzt eigentlich nach Trübmoor gehen. Aber diesmal wollte ich alles richtig machen, weil, und das kann ich euch nochmal kurz zeigen, wenn ihr auf den Kronenshop draufklickt und auf Quests bzw. darunter dann auf Prologe. Ganz unten rechts findet ihr den Prolog Skrupellose Konkurrenz. Das ist der Prolog zu Mörkmeier, also Trübmoor. Und da müssen wir ja als nächstes hin und den habe ich mir jetzt erstmal rausgeholt und der beginnt genau hier. Ihr müsst wegen des Anschlags hier sein. Ich könnte die Hilfe gebrauchen, solange ihr keine Angst vor einem heimtückischen Halunken habt. Ich fange nochmal an. Ich vertrete Cyrodiilische Sammlung, eine Gesellschaft, die sich der Bergung der verlorenen Schätze der Argonia verschrieben hat. Welche Art von Hilfe braucht ihr denn? Unsere Gesellschaft besteht aus mir, meiner Schwester und einigen Verbündeten. Wir bereiten eine Expedition vor, um die von uns geborgenen Antiquitäten nach Trübmoor, tief im Herzen von Schwarzmarsch, zu bringen. Leider ist unsere Konkurrenz angriffslustig. Dieser heimtückische Halunke, den ihr erwähnt hattet? Haargenau der, Margus Derius. Er ist ein Schwarzhändler und schert sich dabei nur um den Gewinn. Er war ein Mitglied unserer Gesellschaft, bis er unsere Rechercheunterlagen stahl und verschwand. Ihr müsst euch für mich in den nahegelegenen gesetzlosen Unterschlupf einschleusen und herausfinden, was Margus vorhat. Wonach soll ich im gesetzlosen Unterschlupf suchen? Sprecht mit einigen der besser vernetzten Halunken, die hier Geschäfte treiben. Ich kenne einige von ihnen den Namen nach. Sucht nach Greta, einer Wissensvermittlerin, Ursashi, einer Schwarzhändlerin für Antiquitäten und Ishundir, einem Schmuggler von historischen Schätzen. Erzählt mir mehr über Margus Derius. Margus trat ursprünglich als Freund und Gönner an uns heran. Ich dachte wirklich, dass er dabei helfen wollte, verlorene agonische Schätze an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Er arbeitete eine Weile mit uns zusammen, doch schon bald offenbarte er sein wahres Gesicht. Und was hat er offenbart? Margus will die Antiquitäten für sich selbst. Der Konkurrenzkampf wurde ziemlich gewalttätig. Er hat ein brutales Temperament und ist geschickt mit Zaubern. Da habe ich richtig Sorge um meine Kameraden. Ich glaube auf jeden Fall, dass Margus besonders an Reliquien aus der Zeit vor dem Dämmersturz interessiert ist. Dämmersturz? Als Dämmersturz bezeichnet man den langsamen Niedergang der großen Saxleel-Zivilisation. Vor Äonen bauten die Argonier Pyramiden, die man Xanmere nennt, und die wesentlich fortschrittlicher waren als heutige Bauten. Unsere Forschung dreht sich vor allem um die gefährlichen Relikte aus jener Zeit. Cyrodiilische Sammlung sucht nach gefährlichen Relikten? Nein, nicht eigens danach. Aber sogar ein Hammer lässt sich ja zum Guten wie zum Bösen einsetzen. Margus sucht ein Relikt aus der Zeit vor dem Dämmersturz, da bin ich mir sicher. Ich muss nur herausfinden, welches, bevor etwas Schreckliches geschieht. Mit eurer Hilfe können wir ein Unglück abwenden. Was genau macht Cyrodiilische Sammlungen? Wir sind historische Ermittler. Wir erforschen und suchen Antiquitäten, die aus dem Heimatland der Argonia gestohlen wurden. Wenn wir sie finden, bringen wir sie nach Schwarzmarsch zurück. Nun, das ist zumindest der Plan. Wir haben noch ein paar Sachen einzusammeln, bevor wir unsere erste Reise unternehmen. Ihr habt also vor, alle Dinge zurückzubringen, die ihr findet? Ganz sicher die wichtigsten. Wir müssen ja auch etwas Gold verdienen, um den Betrieb zu finanzieren. Manche Gegenstände heben wir auch für ein Museum auf, das wir in Schwarzmarsch eröffnen wollen. Ein Ort, an dem diese kulturellen Schätze von jedem bewundert werden können. Warum konzentriert ihr euch auf argonische Antiquitäten? Meine Schwester Farmia entwickelte während ihrer Zeit an der Universität eine Faszination für die argonische Geschichte. Als sie nach Hause zurückkehrte, wussten ihre Geschichten auch mich zu begeistern und mein Interesse war geweckt. Ich kann es kaum erwarten, in Trübmoor zu ihr zu stoßen. Ihr hattet eine Expedition nach Trübmoor erwähnt. Sobald wir die letzte argonische Antiquität auf meiner Liste geborgen haben, organisieren wir eine Expedition in diese Region von Schwarzmarsch. Meine Schwester ist schon vorgegangen, um ein Basislager aufzuschlagen und uns den Umgang mit den Einheimischen zu erleichtern. Ihr werdet diese Dinge also wirklich den Argoniern zurückgeben? Wir haben vor, die meisten Dinge ihren rechtmäßigen Eigentümern zu übergeben.
Wir haben Trübmoor ausgewählt, da laut unseren Recherchen der Großteil der Gegenstände auf unserer Liste von dort stammt. Die rechtmäßigen Besitzer zu finden, könnte allerdings eine weitere Expedition erfordern. Warum soll ich für euch den gesetzlosen Unterschlupf in der Nähe unterwandern? Ich mag noch neu im Geschäft mit argonischen Antiquitäten sein, aber Margus und seine Handlanger kennen mich zu gut. Sie würden mich auf der Stelle verraten oder mir ein Dolch in den Rücken stoßen, bevor die Tür hinter mir zugefallen wäre. Ich suche hierfür jemanden ohne Verbindung zu Cyrodiilische Sammlung. Und was werdet ihr in der Zwischenzeit tun? Ich habe noch andere Mitarbeiter, die angeleitet und koordiniert werden müssen. Margus hat uns bereits bei ein paar ausgewählten Antiquitäten übertrumpft. Ich muss sicherstellen, dass das nicht so weitergeht. Ich habe noch ein paar eigene Spuren, denen ich nachgehen kann. Wir treffen uns wieder hier. Nun gut, dann gehen wir mal in den Unterschlupf. Der ist ja direkt hier vorne. Ich wollte gerade sagen, nein, bringt sie nicht um, aber das ist die Wache. Auf den Sommersendinseln hört man überall. Das ist schön, aber das ist nur passiert, weil wir Wallasley gerettet haben. Hallöchen. Wenn ihr nach Wissen sucht, seid ihr genau an die richtige Stelle gekommen. Ich bin die kenntnisreichste Vermittlerin des gesamten Unterschlupfs. Falls ihr jedoch für die Stadtwache arbeiten solltet, habe ich keine Ahnung, wovon wir hier reden. Ich suche nach Wissen über Margus Derius. Nun, Wissen ist mein Hauptgeschäft und Geschäfte sind immer gut. Was mich daran erinnert, dass ich niemals etwas umsonst herausgebe. Insbesondere kein Wissen. Tut mir einen Gefallen. Dann erzähle ich euch, was ich über Margus Derius weiß. Über was für einen Gefallen sprechen wir hier? Die beste Art. Die, die uns beide voranbringt. Erlaubt mir, ein Haus auf eurer Karte zu markieren. Darin findet ihr eine Kiste, die ein elegantes Wams enthält. Ich bin auf meine Kleidung bedacht und hätte gern dieses Wams. Bringt es mir und ich sage euch, was ich über Margus weiß. Na gut. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir jetzt trotzdem mit den anderen noch sprechen sollen. Das war so klar. Einmal umgedreht. Tausend Grüße, Reisende. Dies ist kein Ort für eine Vergnügungsreise. Ihr seid in ein Schlangennest hineingestolpert. Doch seid unbesorgt. Ich und ihr wird sich um euch kümmern. Tretet näher und lasst uns Geschäfte machen. Ihr seid Ich und ihr der Schmuggler? Ich muss euch etwas fragen. Mir ist Händler lieber als Schmuggler, aber nennt mich, wie ihr wollt. Ich befördere seltene und kostbare Antiquitäten, ohne Fragen zu stellen. Manch einer bezeichnet mich auch als den größten Kenner argonischer Relikte außerhalb von Schwarzmarsch. Also, wie kann ich euch heute helfen? Was könnt ihr mir über eine Person namens Margus Derius erzählen? Ah, ich kenne Margus gut. Wir handeln beide mit Antiquitäten. Er wandte sich gerade erst vor kurzem an mich. Er wollte Beratung, wisst ihr? Daher bin ich mit Margus derzeitigen Plänen vertraut. Gerne teile ich dieses Wissen gegen einen einfachen Gefallen. Ich habe keine Zeit dafür. Sagt mir mehr über Margus oder ich prügle das Wissen aus euch heraus. So viel Angriffslust. Es gibt keinen Grund für Gewalt, meine Freundin. Ich und ihr sagte, dass er sich um euch kümmern würde und das wird er. Margus hat sich mit einer Bande von Schlägern und Gesetzlosen eingelassen. Sie verstecken sich in einer Höhle wie tollwütige Guar. Erzählt mir mehr über diese Höhle. Die Höhle wird die Sonnenlose Senke genannt und liegt nicht fern von hier. Ich verrate euch noch ein Geheimnis, Reisende. Also hört gut zu. Margus und seine Verbündeten sind gefährlich. Ich würde zur Vorsicht raten. Und damit sind wir hier fertig. Okay, aber trotz, dass er das jetzt so gesagt hat, müssen wir wohl die anderen Sachen trotzdem machen. So wie es aussieht. Ich dachte, vielleicht können wir das jetzt überspringen, indem wir einen, ne? Der Schwarzmarkt ist geschlossen. Diese hat Inventare zu katalogisieren und ihr Gehilfe muss auch erst noch zurückkommen. Diese schickte ihn los, um ein Paket zu holen, aber er kam nicht wieder. Belästigt bitte jemand anderen.
Wird auf eurem Schwarzmarkt auch mit argonischen Antiquitäten gehandelt? Ihr seid aber schon etwas begriffsstutzig, oder? Um eure Frage zu beantworten, dieser Markt kauft und verkauft gewisse Stücke von historischem Wert. Wir unterhalten eine ausgedehnte Liste von reichen Sammlern und sind stets auf der Suche nach ganz bestimmten Relikten. Warum fragt ihr? Ich muss etwas über einen Sammler namens Margus Derius herausfinden. Ihr wollt etwas über Margus wissen? Interessant. Wohlan denn. Leistet ihr einen Dienst und diese wird euch sagen, was ihr wissen wollt. Findet den Gehilfen von dieser und bringt ihn zu ihr zurück oder sagt ihr zumindest, ob es Zeit ist, einen neuen anzuheuern. Gutes Personal ist heutzutage schwer zu finden. Wo ist euer Gehilfe hin? Diese hat Argar in eine alte Ruine entsandt. Er sollte ein Paket bei einigen Dieben abholen, mit denen wir Geschäfte machen, und es anschließend zu dieser bringen. Hier, lasst diese den Ort auf eurer Karte markieren. Geht und findet heraus, was ihm zugestoßen ist. Dann sagt diese euch, was sie über Magos Derius weiß. Okay, drei Leute, einer hat schon alles gesagt und zwei wollen noch nicht so recht. Aber ist nicht schlimm, da müssen wir uns halt darum kümmern, dass wir auch diese Informationen erhalten. So, dann schaue ich mal eben. Beschafft einen Wams für Greta. Wo ist denn das da hinten? Das ist doch... doch, das ist doch nicht dieses... zu glauben? Ach nee, das ist... Drachen, okay. In eurer eigenen Heimat. Was werdet ihr nur tun? Dieser weiß es so, Basti, ich nicht. Muss dich mal eben ausschalten. Das ist nichts für dich. Natürlich haben wir... Die Besuchszeit ist vorbei, Mädchen. Oh. Was ist das für eine selten dämliche Kuh? Könnt ihr euch gerne durchlesen? Die sich genau in dem Moment umdreht, wo ich sie gerade am Töten bin. So. Hat euch irgendwer gesagt, dass ihr hierher kommen dürft? Ich glaube nicht. Hä? Wer redet denn jetzt mit mir? Ich habe aber... kein Kopfgeld bisher. Ich will ja jetzt hier nichts, ja, ja, Katze, du kannst so viel miauen, wie du möchtest. Wenn da keiner steht, dann kann mir hier auch keiner irgendetwas. Das Problem ist jetzt nur, oben wird wahrscheinlich jetzt noch einer stehen. Und da ist nämlich mein Ziel. Ja, da steht einer. Und ich kann da nicht drum herum schleichen. Euer Verhalten ist recht verdächtig, meine Freundin. Ist es das? Nö, finde ich gar nicht. Ja, genau. Jetzt gehe ich auf die andere Seite. Kein Thema. Aber er hat mir kein Kopfgeld verpasst. Also ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Entweder liegt das daran, was ich nicht glaube, dass das zur Quest gehört. Oder irgendetwas ist heute nicht so ganz in Ordnung. Wir stehlen einfach mal alles, was es hier gibt. So, das, was sie haben wollte, stehlen wir natürlich auch. Ich will nicht, dass hier irgendeiner jetzt wiederkommt. In der Zeit...
So, die Sachen auch noch eben. Ja, komm, nehme ich auch gerne noch. Okay, dumme Katze. Aber hier habe ich auch kein Kopfgeld. Also, ja, keine Ahnung. Normalerweise kriege ich dann halt immer direkt Kopfgeld, aber ich weiß es nicht. Finde den Gehilfen, Wo ist der? In Bewahn. Das ist hier oben ein Verlies. Dann gehen wir da auch nochmal eben schnell hin. Wie komme ich denn da am besten hin von hier aus, ne? Das scheint aber ganz unten zu sein. Das sollte sich als nützlich erweisen. Das werden das Verlies gehen oder das, was ich gerade geholt habe? Ach hier, das Verlies war das. Okay. Komm mit, Basti. Weil hier kannst du dann doch ganz nützlich sein. Also, da kann ich nicht sofort drüber, soweit ich weiß. Mit viel Glück ist hier gerade schon einer am Durchlaufen. Frage ist, kann ich darum... Ja, das ist offen. Hier entlang. Das ist richtig, aber ich schätze, dass du mich jetzt zu dieser Quest leiten wirst und die werde ich jetzt nicht machen. Die werde ich in Ruhe alles nach und nach machen. So, da unten hätte ich jetzt nicht rumgekonnt, oder? Da wusste ich doch, das war die mit den vielen Schlangen hier. Ihr seid fast da. Ja, ich war schon da, aber das will ich halt eben gerade nicht. Ich muss den Gehilfen finden. Oh, jetzt nervt mich doch nicht alle so. Hier ist noch der Boss. Wobei, den hatten wir schon mal. Oh. Ich glaube, den Gehilfen müssen wir nicht mehr finden. Ja, natürlich. Wenn ich neben dem Boss stehe, ist ja klar, dass der auch auf mich aufmerksam wird. Was macht der hier? Komische Dinger. So. Ja, schätze, das war dann wohl nichts. Da müssen wir wohl wieder raus. Das tut mir leid, aber Hauptsache, sie weiß jetzt, wo sie dran ist. Er ist ja ganz toll abgebrochen. Kann ich da jetzt ran oder nicht? Doch. Sehr schön. Und dann auch noch eine Spur gefunden. Cool. Ja, beschäftigt ihr euch mal mit dem Basti, bitte. Ich habe keine Zeit. Ach so, genau, wir hätten noch was gestohlen. Das war's. Bitteschön. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass ihr auf dem Weg hier runter seid. Es erwähnte auch, dass ihr etwas dabei habt, was uns beide sehr glücklich machen wird. Ist das wahr? Wart ihr in der Lage, das elegante Wams zu beschaffen? Hier ist das elegante Wams, um das ihr gebeten hattet. Perfekt! Wusstet ihr, dass dieses Wams einem Verbündeten von Margus Dirius gehörte? Da sollte eine Notiz in der Tasche sein. Ah, da ist sie ja! Das entspricht den Informationen, die ich versprach, mit euch zu teilen. Margus arbeitet mit einer Gruppe zusammen, die sich die Schwarzgarde nennt. Wer ist die Schwarzgarde?
Nur eine der gefährlichsten Banden von Gesetzlosen, die je aus den Sümpfen von Schwarzmarsch gekrochen kam. Gegründet wurde sie wohlweislich schon vor Jahren im Schwarzrosengefängnis. Ich bin mir nicht sicher, warum Margus und die Schwarzgarde zusammenarbeiten, aber da kann nichts Gutes dabei herauskommen. Ja, und dann noch die traurige Mitteilung. War eure Suche erfolgreich? Wart ihr in der Lage, Urzashis Gehilfen Argar zu finden? Ich habe neben dem Leichnam eures Gehilfen dieses schattige Schwert gefunden. Dieser wünschte, es wäre anders. Doch das ist auf jeden Fall Argars Klinge. Das sind nun einmal die Risiken, wenn man sich mit Verbrechern einlässt. Nun, es bringt nichts, über verschütteten Mondzucker zu weinen. Ihr habt dieser einen Dienst erwiesen. Nun erinnert sie, was ihr wissen wolltet. Jede noch so kleine Einzelheit über Marcus Derius werde sehr willkommen. Diese hört Gerüchte. Margus Derius sucht nach agonischen Relikten von beträchtlicher Macht. Etwas aus der Zeit der großen argonischen Zivilisation, so wie diese das versteht. Margus hat ein verborgenes Lagerhaus für diese Relikte, aber mehr weiß diese nicht. Ja, aber das ist ja schon mal etwas. Hab ich mich jetzt gerade erschrocken, als ich mich umgedreht habe und dann dieses komische Viech da gesehen habe? Es hat etwas Wunderbares, ohne Ziel durch die Straßen einer Stadt zu streifen. Kann ich nicht sagen, Basti, weil bisher hatte ich immer ein Ziel, wenn ich hier unterwegs war. Wo ist sie denn jetzt hin? Moment. Ist das zu glauben? Drachen, in eurer eigenen Heimat. Was werdet ihr nur tun? Oh, gut, ihr seid zurück. Ich komme gerade von meinen eigenen Nachforschungen. Ich bin einer Spur gefolgt, doch sie verlief sich. Sehr enttäuschend. Also, verratet mir, was im gesetzlosen Unterschlupf geschehen ist. Wart ihr in der Lage, irgendetwas Neues über Margus Derius in Erfahrung zu bringen? Margus Derius arbeitet mit Halunken aus Schwarzmarsch zusammen, die man die Schwarzgarde nennt. Die Schwarzgarde? Meine Schwester hat sich mit ihr in Trübmoor angelegt. Ich muss Jellar warnen. Er ist einer unserer Mitarbeiter. Ich habe ihn auch nach Margus suchen lassen, aber ihr hattet wohl mehr Glück. Was habt ihr noch erfahren? Margus und die Schwarzgarde suchen nach mächtigen, agonischen Relikten. Sie haben wohl ein verstecktes Lagerhaus. Das ist bedenklich. Wenn wir nicht schnell handeln, werden diese Antiquitäten verschwinden und die Argonier noch ein wenig mehr von ihrer Geschichte verlieren. Wenn wir nur wüssten, wo das versteckte Lagerhaus liegt. Es ist eine Höhle, die man die sonnenlose Senke nennt. Ihr seid ein wahres Wunder, meine Freundin. Ich weiß genau, wo diese Höhle ist. Lasst mich euch den Ort auf der Karte markieren. Steht ihr uns weiter zur Seite? Ich werde Jellar hinzuziehen, aber die Zeit drängt. Werdet ihr in die sonnenlose Senke gehen und die Relikte bergen? Ich werde sofort dorthin aufbrechen. So, ich habe noch keine Ahnung, wo die ist. Müssen wir erstmal gucken hier. Achso, hier in Auridon. Ah, okay. Gut, dann nehmen wir den hier oben am besten. So, Moment, da kamen wir rein. Ich sehe hier gerade gar nichts mit dem ganzen Gewirr. Ach Gott. Ich kann mir gar nichts nehmen. Was ist das denn? Sauerei. Immer geradeaus laufen. Na, dann kommt mal mit, Jungs. Nee, so nicht. Ich muss hier... Ja, wo muss ich denn eigentlich hin? Bin mir gar nicht sicher. Hallo. Darf ich mich auch mal bewegen? Und dann bin ich im Wasser. Ich muss hier hoch. Hä? Ich muss da runter. Das war jetzt irgendwie doof. Kümmer dich um meinen Basti. Lass mich doch in Ruhe. So, wir müssen... Boah, geht mir das auf den Senkel hier. Wir müssen hier unten hin. Also. Ja, geh mir nicht auf den Sack, ganz ehrlich.
So. So, will noch einer was? Du auch noch. Nervt mich nicht, Leute. Ich sehe euch nicht mal mit dem ganzen Geschrubbel hier. So. Eine Tafel. Und eine Truhe. Sehr schön. Können wir hier? Das gehört euch nicht. Hast du mich jetzt? Ach, Gila, hallöchen. Antwortet schnell. Gehört ihr zur Schwarzgarde? Oder seid ihr die Freundin, die Concordia zu meiner Unterstützung geschickt hat? Ich bin eine Freundin von Concordia. Ich habe diese Antiquitäten für cyrodiilische Sammlungen geborgen. Das klingt, als würdet ihr doch nicht Gilas Hilfe brauchen. Na gut, ich muss auch nicht wirklich gegen diese Schwarzgarde kämpfen. Ich zeige euch die Schuppen der Begrüßung, neue Freundin. Und freue mich, euch zu treffen. Ungelogen. Naja, wer sowas schon sagt, ne? Wie lange arbeitet ihr schon für cyrodiilische Sammlungen? Ich arbeite schon von Anfang an mit Concordia und ihrer Schwester zusammen. Ich verließ mein Haus in Trübmoor, um dabei zu helfen, die geraubte Vergangenheit meines Volks zu bergen. Und um Abenteuer zu erleben. Alles sehr aufregend. Geht zurück zu Concordia. Ich treffe euch dort. Ich werde euch dort treffen. So, ich war nur gerade am Überlegen, ob ich jetzt hier runterspringen kann, sodass ich da eine Abkürzung habe. Aber ich glaube, es ist vielleicht doch nicht so gut. Also gehe ich mal wieder raus. So, Concordia, hier. Sagt mir, dass euer Ausflug in die sonnenlose Senke erfolgreich war, meine Freundin. Ich könnte gerade ein paar gute Neuigkeiten gebrauchen. Ich habe diese Antiquitäten aus der sonnenlosen Senke geborgen, aber es fand sich keine Spur von Margus Derius. Lasst mich mal sehen, was ihr gefunden habt. Ein argonischer Talisman? Das ist ein Flussstein. Die kaiserliche Legion nannte sie Sumpfmünzen. Das ist eine Xalto-Tafel. Das lässt sich wortwörtlich als heiliges Geheimnis übersetzen. Sehr interessant. Sind diese Gegenstände irgendwie bedeutsam? Es gibt eine alte Legende zu der Kette und der Tafel, wenn ich mich nicht irre. Kehrt zum gesetzlosen Unterschlupf zurück und sprecht mit dem Schmuggler Ishundir. Er ist ein Fachmann für argonische Sagen. Fragt ihn, was er über diese Relikte weiß. In der Zwischenzeit muss ich mir ein bestimmtes Buch anschauen. Ich werde mich nochmal mit Ishundir unterhalten. So, wenn ich denn um die Büsche drumherum komme. Also um die Hecken. Der ist immer noch hier in der Diebesgilde, wollte ich gerade sagen, im Unterschlupf drin. Basti, ich weiß, du bist da nicht gerne. Obwohl er zumindest auch nichts Negatives anzeigt, wenn ich reingehe. Oder hat er das vorhin gemacht? Ich bin mir nicht sicher. Ach, da hinten ist er. Oh, ich schon dir. Ich sagte doch, haltet euch von Margus Derius fern. Oder auch nicht. Ihr, das ist alles eure Schuld. O verbrecherisches Treiben birgt stets gewisse Gefahren. Aber es waren eure Fragen, die dazu führten, dass wir mit diesem ganzen Wamasudung bombardiert wurden. Der arme Ishundir, er hatte ein solches Schicksal nicht verdient. Was ist hier unten geschehen? Diese hat keine Beweise, aber sie ist sich sicher, dass Margus einen seiner Schwarzgardisten entsandt hat, um Ishundir zum Schweigen zu bringen. Sie spürt es im Schwanz. Greta ist beim ersten Anzeichen von Gefahr verschwunden und hat sich in einer Kiste versteckt. Ishundir hatte nicht so viel Glück. Ich hatte gehofft, Ishundir könnte mir mehr über diese argonischen Antiquitäten erzählen. Antiquitäten, sagt ihr? Lasst mich mal einen Blick darauf werfen. Diese ist nicht so fachkundig, wie Ishundir es ist. War. Aber diese Tafel erzählt vom Geheimnis eines argonischen Albtraumgötzen. Sehr selten. Wahrscheinlich gefährlich. Warum habt ihr diese das berühren lassen? Nehmt es wieder zurück!
Ja, manchmal bin ich auch im falschen Text drin. Ein Albtraumgötze? Ich verstehe nicht ganz. Nein, diese sagt nichts mehr dazu. Sie hat ihr Blut lieber im als außerhalb ihres Körpers. Doch diese Dinge verweisen auf andere Relikte. Relikte, die Margus braucht, um sein Endziel zu erreichen, was immer es auch sein mag. Der Mörder der Schwarzgarde. Hat er womöglich Spuren hinterlassen, die man verfolgen kann? Gute Idee, ich sehe mich mal um. Noch ein Messer. Schwarzgarde-Notiz. Greta braucht eine Lektion. Urzashi braucht eine Gedächtnisstütze. Ishundir braucht ein Grab. Kehrt zu den Ruinen von Chitmuska zurück, wenn alles erledigt ist. Wir sind kurz davor, die Gegenstände, nach denen ich suche, zu finden. Und ich brauche die Schwarzgarde bei mir, wenn es endlich soweit ist. MD. Hier drüben, Freundin von Concordia. Da seid ihr ja. Konnte der Schmuggler euch irgendetwas über diese Antiquitäten erzählen, die ihr gefunden habt? Concordia scheint jedenfalls zu glauben, dass sie wichtig sein könnten. Ich lerne erst noch, die Gefühle von Trockenhäuten richtig zu deuten. Aber ich bin mir recht sicher, dass sie besorgt ist. Ja. Und er ist so hier hineingestolpert, selbst wenn der andere noch leben würde, wird er mir wahrscheinlich nichts sagen, weil die ja eigentlich nichts mit ihr zu tun haben wollten. Ishundir wurde ermordet, aber ich habe erfahren, dass diese Antiquitäten Margus zu etwas Wichtigem führen. Concordia erwähnte etwas bezüglich der Xaltotafel, eine alte Legende. Das erinnert mich an eine Geschichte, die meine Eimutter immer über einen verfluchten Schädel erzählte. Doch darum kümmern wir uns später. Concordia hat mich entsandt, um euch zu helfen, bevor sie aufbrach. Wo ist Concordia hin? Concordia hat ein Lager in Schattenfenn, außerhalb von Sturmfeste. Sie brach auf, um nach dem Stand der Dinge zu sehen und das zu untersuchen, was ihr geborgen habt. Und was uns angeht, wir müssen schnell herausfinden, wonach Margus sucht. Der Mörder ließ eine Notiz fallen. Laut ihr trommelt Margus die Schwarzgarde an den Ruinen von Chitmuska zusammen. Chitmuska? Das liegt in Schattenfenn. Ungelogen. Wir sollten uns beeilen, wenn wir Margus und die Schwarzgarde aufhalten wollen. Ich kann uns ein Transportmittel besorgen. Sagt mir einfach, wann ihr los wollt. Ich bin bereit. Legen wir los. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.